Es gibt zwei Fraktionen in der Zombie-Community. Die einen, das sind so die Hardcore-Nerds, die Typen, die krasse Easter Eggs machen wollen und für irgendwelche Wunderwaffen 400 Millionen Schritte machen wollen. Zu denen ich auch gehöre an der Stelle. Also Origins, Mob of the Dead, der Eisendrache, voll mein Fall. Ich mag diese Maps übelst. Die andere Fraktion besteht aus Casuals. Leute, die eine etwas simplere Zombie-Experience haben wollen, was auch an der Stelle voll in Ordnung ist. Ich kann das voll nachvollziehen. Auf jeden Fall, Vanguard Zombies hat auf jeden Fall was geschafft. Das ist nämlich hier der Punkt, was kein anderes Treyarch Zombies davor geschafft hat. Nämlich Einheit zu erzeugen, denn es ist Konsens, dass Zombies Müll ist. Also, dass diese Version von Zombies Müll ist. Warum? Da gehen wir mal einfach mal von A bis Z durch. Also, wir gehen gleich eine Runde und spielen mal von A bis Z und dann zeige ich mal die Punkte auf, die so gar nicht toll sind. Ich werde auch ein paar Punkte erwähnen, die mir gefallen an der Stelle. Also es ist nicht so, dass ich finde, dass dieser Modus zu 100% Schrott ist, aber die ganz große Mehrheit Müll, Müll, Müll. Parallel dazu werden wir die SDG 44 auf, wie heißt sie, Golden Viper spielen. Ja, also nachdem der Atomic Grind beendet ist, meine ich, werden wir nämlich Nightmare Dark Aoife haben und ja, warum werden wir später drauf eingehen und einfach mal nur um eine Waffe schon mal auf Golden Viper zu haben. Ja, mehr gibt es tatsächlich auch nicht zu sagen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir labern nicht weiter drum rum. Wir springen direkt ins Video. Bis gleich. Ciao! So. Da sind wir und es fängt auch direkt oben rechts an. Das, was ihr da seht, ist die Rundenanzeige. Und wisst ihr, was mich an dieser Rundenanzeige stört? Es ist die exakt gleiche Rundenanzeige, die wir seit Black Ops 3 haben. Für die, die es nicht wissen, Black Ops 3 ist 2015 rausgekommen. Davor hatte fast jedes COD eine eigene Rundenanzeige, beziehungsweise ein etwas abgewandeltes Design, sodass das immer so ein bisschen personalisierter wirkt. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch nur so ein kleines Detail. So. Ja, ist es. Aber diese ganzen kleinen Details addieren sich zu etwas hoch. Und was das ist, dazu kommen wir am Ende dieser Runde. Auf jeden Fall, ja, das zweite Problem ist nämlich, beziehungsweise das erste große Problem, seien wir mal ehrlich, ist das hier. Wir haben keine richtige Zombie-Map. Das ist recycelt vom Multiplayer. Und tatsächlich, okay. So, da wäre ich sogar noch mitgegangen, so. Ja, Pandemie, ihr müsst doch euer eigenes Game wieder weiterentwickeln. Und noch ein vieles mehr. Aber ja, ich meine, im Trailer haben die so getan, als wäre jede einzelne Map voll irgendwie angepasst. Aber was haben die gemacht? Die haben hier so diesen roten Schleier draufgelegt, ein paar irgendwie okkulte Ritualdinger drauf platziert, ein paar Munitionskisten. So, ich hätte ja nicht mal unbedingt was dagegen gehabt, wenn sie sich aus diesen Multiplayer-Maps eine Zombie-Map zusammengebastelt haben. So ist Call of Duty Zombies entstanden. So, man hat nicht irgendwie ständig irgendwie das geilste, das größte Budget gehabt. So, okay, da wäre ich sogar prinzipiell noch mitgegangen. Ich hätte mir zwar noch gewünscht, es gäbe eine Zombie-Map, aber okay, offensichtlich war nicht drin. So, und jetzt kommen wir auch damit tatsächlich zum zweiten richtig großen Punkt, nämlich der Modus an sich, also wie der ganze Spaß hier funktioniert, funktioniert nicht. Also, Treyarch hat angekündigt, es wird kein rundenbasierter Modus sein, der Anfang, sondern was Neues, was anderes. Okay, aber sie haben so getan, als wäre das irgendwie 4 Jahre oder so in Entwicklung gewesen, als hätten die sich da alle voll die Gedanken gemacht, als wäre das hier alles 100% durchdacht.
Aber nee, also am Anfang, auf der Anfang geht das ja noch. Ich meine, wir machen jetzt hier eine Zone nach der anderen frei. So, okay, das so ähnlich hatten wir das auch in früheren Zombie-Modi. Also, dass man irgendwie irgendwas machen musste, um gewisse Teile von der Map freizuschalten. Okay, hatten wir. Ist mir durch und durch bekannt. Aber das werdet ihr sehen später, wenn wir nämlich die Map offen haben. Ja, das macht dann halt irgendwie keinen Sinn mehr oder keinen Spaß mehr, so durch Portale zu gehen, weil jetzt am Anfang mach ich das, um die Map aufzubekommen, okay? Irgendwie besonders in den höheren Runden, zum Beispiel auf diesen ganz kleinen Maps, macht es nicht Spaß, irgendwie 3 Minuten zu überleben, so. Nicht, dass ich das nicht irgendwie hinbekommen könnte, aber ganz ehrlich, so Zombie-Kopf zu eskortieren macht mir 100 Millionen Mal mehr Spaß, als irgendwie mich hier irgendwie auf 3 Quadratmeter mit 800.000 Zombies rumzuquälen. Das, ja, also gut, jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch so wie ein Outbreak. So ein Outbreak kannst du dir auch nicht aussuchen, wohin du gehst. Das Problem ist aber, Outbreak lebt zum großen Teil aus seiner Größe. Ich meine, das sind ja die Fireteam-Maps. So, du hast gigantische Flächen, in denen du dich hier frei bewegen kannst. Und hier sind es halt irgendwelche ganz kleinen Multiplayer-Maps. Shinonuma. Warum sie jetzt ausgerechnet Shinonuma reingepackt haben, verstehe ich nicht. Ja. Also, dieses ganze Ding macht halt auf langer Sicht halt Spaß. Besonders wenn es dann in die High Rounds geht. So. Cool, du fragst dich halt, warum mache ich das? So, wenn du auf hier auf Golden Viper gehen willst, dann musst du ja Kills machen. So. Und mir wäre es viel lieber, wenn ich einfach hier Kills machen kann. Nee, geht nicht. Ich muss durch diese Portale gehen, weil irgendwann sind hier alle Zombies tot und es spawnt hier erst wieder Zombies, wenn ich mit der nächsten Runde fertig bin. So. Cool. Aber mal jetzt zur Abwechslung mal was Gutes tatsächlich. Ich mag das Perk-System. Also, irgendwie in Cold War war es ja so, man hatte die Standard-Perks und diese Standard-Perks konnte man dann halt, wenn man gewisse Sachen gelevelt hat, also beziehungsweise diese Dark Aether-Kristalle bekommen hat, mit diesen konnte man sich dann halt in den Menüs die Perks upgraden, sowas. Okay, das fand ich jetzt nicht unbedingt schlecht, aber hier ist es tatsächlich so, ihr könnt auch hier eure Perks upgraden, aber tatsächlich nur in-game. Also ihr besorgt euch das Grundperk, was kostenlos ist, und dann investiert ihr immer mehr Geld in Perkstufen, was geiler ist. Irgendwie, keine Ahnung, ich finde nicht, dass irgendeine Level-Grind hinter Spielprogression in-game tatsächlich stecken sollte. Oder ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das 100% sauber in den deutschen Satz packe. Auf jeden Fall, ja. Das Perk-System gefällt mir. Oder halt auch die Vielzahl, die wir an Perks haben. Ich meine, klar, es sind nicht diese klassischen Perks, was wir haben. Das hängt tatsächlich mit der Geschichte zusammen. Was ich dann halt auch an der Stelle durchgehen lassen würde. Ich meine, wir haben die Perks schon irgendwie noch, aber sie heißen halt nicht mehr so. So. Noch einmal und dann ist die Map offen. Ich jetzt einmal kurz Juggernaut holen. So. Und jetzt kommen wir zum Beispiel zu einer Map, die ich eigentlich gar nicht leiden kann. Wird eine Map Abschied, eher gesagt. Weil die Map ist es nicht. So. Das ist nämlich dieses Ofending da hier im Hintergrund. Und ich, ja. Komm, mach hin. Komm, hallo, beweg dich. Läuft. So. Hier durch. Thank you.
Yeah. Damit kommen wir nämlich schon ganz kurz zu diesem Dark Aether Grind. Ich finde, dass 4000 Kills zu viel sind. Man muss auch 4000 Pack-a-Punch Kills machen bei den Sturmgewehren. Das ist zu viel, Junge. Das dauert ungefähr 3 Stunden. 3-4 Stunden pro Wache. Und bemessen, dass dieser Modus halt nicht so ganz. Ganz das Wahre ist. Ja. Return to Stalingrad. Bruder, ich bin in Stalingrad. Was ist mit dir? Hier, guck, ich stehe hier. Jetzt teleportieren wir uns hierhin zurück. Was? Seltsam ist. Aber okay. So, jetzt reden wir mal über Pack-a-Punch. Pack-a-Punch ist im Grunde das, was es schon war seit Cold War. Also man kauft sich einfach die Stufen hoch. Und das Problem ist, auch wenn ich es gut finde, dass die Tarnung erhalten bleibt, nachdem man Pack-a-Puncht, also ihr, das war so ein Problem aus Black Ops 3, fangen wir mal so an. Ihr konntet Dark Matter haben, ihr konntet wirklich schöne Tarnungen haben, aber sobald ihr halt puncht, kriegt ihr halt die Standard Pack-a-Punch-Tarnung, was ich halt ähnlich fand, und das haben die halt seit Black Ops 4 dann auch gefixt. Also wenn man eigene Tarnungen hat, dann behält man diese auch für die Waffe. Das Problem ist, selbst wenn man keine Tarnung hat, es gibt keine Pack-a-Punch-Tarnung. Beziehungsweise, es gibt, also, wenn man keine Tarnung hat auf der Waffe, dann bleibt diese Waffe auch so. Es gibt keine eigene Pack-a-Punch-Tarnung. Das ist... Ja, ich weiß nicht, wir haben seitdem es Pack-a-Punch gibt, also wirklich seitdem es Pack-a-Punch gibt, für die es nicht wissen, auf der Map der Riese wurde das erste Mal der Pack-a-Punch eingeführt, seit genau diesem Augenblick gibt es immer eine eigene, beziehungsweise eine Pack-a-Punch-Tarnung. Meist nicht, beziehungsweise nicht unbedingt exklusiv für jede Map, wie es dann später irgendwie der Standard wurde, aber schon zumindest Standard für das Game. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, auf jeden Fall. Ja, hier gibt es einfach gar keine Pack-a-Punch-Tarnung. Ich check es echt nicht. Die haben doch bestimmt irgendwo noch so eine halbwegs animierte Tarnung rumfliegen. Kannst du mir nicht erzählen, dass die irgendwie, keine Ahnung, die hatten doch bestimmt irgendwie von Gorod Krovi noch ein paar Tarnungen übrig, die sie in Black Ops 3 nicht rausgehauen haben. Ja, ich weiß, andere Engine, aber das hätten die doch trotzdem irgendwie ein bisschen anpassen können, also. Ja, und das ist hier übrigens meine, so das Objective, was ich am wenigsten leiden kann. Ich bin jetzt hier eingesperrt für die Zeit und überlebe. Und das Ding ist, es ist skilltechnisch kein Problem, aber es ist nervig. Weil die Zombies sich hier nicht irgendwie nicht normal bewegen, also die bleiben einfach random stehen. Sind etwas unberechenbar. Und ja, man hat am Ende keinen Plan, was die Zombies gerade machen werden. Oder gleich machen werden. Das war früher nicht so. Zu Cold War-Zeiten waren sie halbwegs berechenbar. Ah ja, stimmt. Wir hatten es ja gerade von Zombies. Der Sturmkrieger. Das ist ein Zombie. So ein Boss-Zombie. Das Problem ist, so Boss-Zombies hatten immer früher eine Mission. So der Panzersoldat aus Origin, wenn der in Runde 8, glaube ich, war's, gekommen ist, dann. Es herrschte schon ein gewisser Druck so. Der Typ hätte dich, wenn du nicht richtig ausgerüstet bist und du ein paar Fehler gemacht, der zerstört dich. Der macht dich fertig. Das Ding hier ist eigentlich nur eine Nervensäge. Der spawnt, du holst ihn, der ist zu keinem Zeitpunkt eine Bedrohung für dich. Also ich bin noch nie durch den gestorben. Eigentlich nur ein Zombie, der einfach nur nervt. Und
Ding ist, das spawnt halt ab einer gewissen Runde fast gar nicht die ganze Zeit. Irgendwie 5-6 Mal auf einmal so. Geil. Dass es nicht anstrengend, dass es nicht irgendwie langweilig ist, ist einfach nur nervig. Und so, hier. Und jetzt sind wir hier praktisch an dem Szenario, was ich euch gezeigt habe. So, die Map ist offen. Wir können jetzt überall hin. Und jetzt wäre es geil, wenn jetzt, was weiß ich, jetzt einfach Runde 1 wäre. So. Runde 1 fängt an, wir haben die Map freigemacht. Aber nee. So, jetzt spawnen zwar ein Haufen Zombies, aber irgendwann sind die alle tot und es spawnt gar nichts mehr. Das heißt, ich muss jetzt im Grunde in dieses Portal reingehen. Das ist Purge. Mal sehen, auf welcher Map. Oh, auf diese Mühlen-Map. Finde ich an der Stelle gut. Ich mag die Mühlen-Map. Somit das Offenste, was es hier in diesem Game zurzeit gibt. Oder vor allen Dingen so halt so auch die Objectives an sich, die sind halt teilweise echt dämlich. Ich meine, okay, 3 Minuten oder so in einem eingeschlossenen Raum überleben. Okay, das geht. Damit kann man, das ist zumindest so etwas, was ich machen würde. Aber dieses Purge Objective zum Beispiel ist ja komplett dämlich. Was muss man machen? Naja, du musst dich im Grunde für irgendwie 10 Sekunden lang auf ein Symbol stellen. Und wenn du das nicht schaffen solltest in der vorgegebenen Zeit, dann spawnen halt 35 Zombies oder so. Und das ist eigentlich kein Problem, wenn man auf so einer etwas weiteren oder offeneren Map spielt. Also, ja, das ist einfach so. Keine Ahnung. 400 Packer vor dem Spiel ist nice. Dann bin ich erlöst. Oh, Mann, ich. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie voll anstrengend oder voll. Das macht mir nicht unbedingt viel Spaß. Das ist einfach nur. Ja. Man macht es, um es gemacht zu haben. So, es wäre viel geiler gewesen, bin ich ganz ehrlich, wenn die irgendwie den Anfangsteil behalten hätten, also bis die Map offen ist und so. Und dann fängt im Grunde Round-Based an. Also dann hast du Runde 1 und du kannst dich frei bewegen. So, du kannst dich bewegen von Map zu Map, egal wie du willst. Was weiß ich, du platzierst da einen Teleport, wenn du zu Shinonuma willst, dann platzierst du, was weiß ich, hier noch eine Teleport, um, was weiß ich, auf diese Mühlen-Map zu kommen. Wäre viel geiler gewesen. Die haben einfach grundlegend die Identität von Zombies einfach kaputt gemacht in diesem Game. Also, Call of Duty World at War hatte ein Easter Egg, den Zombie-Modus. Also, man, wenn man die Kampagne durchgespielt hat, spawnte man direkt in Nacht der Untoten. Auf der Map Nacht der Untoten. So. Und was gab es auf dieser Map? Wir hatten Zombies. Wir hatten Türen, die man aufmachen kann. Wir hatten Barrieren, die wir zubrettern können. Und wir hatten eine Kiste. Und on top hatten wir noch Wandwaffen. Von diesen 5 Dingen haben wir nur noch eine Sache. Nämlich die, oder 2 Sachen eher gesagt, die Kiste und die Zombies. Alles andere haben wir nicht mehr. Warum haben sie die Wandwaffen rausgenommen? Das war ein Grundbaustein der Zombie-Identität. So, jede Map hatte das. Jede. Warum sie das weggemacht haben, ich weiß es nicht. Und wisst ihr, was auch richtig geil ist? Was. Also ein Feature, das so grundlegend ist, dass es das nicht gibt, das erschließt sich komplett meiner Logik. Ich meine, guck, wenn ich jetzt auf Pause drücke, die Zombies bewegen sich einfach weiter. Es gibt keine Pause. Es gibt einfach keine Pause. What the fuck? Es gibt keine Pause. Wir gehen jetzt hier hin, rein, raus, machen das, was das Portal von uns will, gehen dann wieder raus,
töten Zombies, gucken, dass wir fertig sind. Irgendwann bist du fertig, irgendwann hast du alle Perks auf Max-Level, irgendwann bist du durchgepuncht. Es ist einfach nur nervig. Ich meine, klar, jetzt kann man auch sagen, ja, aber auch in Zombie-Modus, wenn man auf High Rounds geht, macht man am Ende auch ja nur noch das Gleiche. Ja, schon. Aber das Ding ist, hier mache ich das Gleiche. Aber im Gegensatz zu den Round-Based Maps, ich habe bei den Maps die Auswahl, was ich machen will. Wo ich trainen will, was ich machen will. Das Spiel schreibt mir nicht vor, zu dem und der Runde musst du auf der und der Map sein. Es sei denn, ich gebe das Spiel, ich gebe dem Spiel die Möglichkeit, mir das zu vorzugeben in Form von irgendwelchen Challenges, wie wir in Cold War hatten, so. Aber, ja. Also, springen wir mal einfach mal ganz kurz ans Ende, weil ganz ehrlich, besonders viel wird hier nicht passieren. So, das Exfil-Feature war eine geile Idee von Treyarch. Also man hat in Cold War unter Exfil, ein sehr gutes Feature von Treyarch. Also praktisch ein Weg, das Spiel zu beenden, der nicht den Tod beinhaltet. Was musste man in Cold War machen? Also dort wurde es auch eingeführt. Man hatte eine gewisse Zeit, so ein Zeitlimit, und da in dieser Zeitlimit musste man halt eine vorgeschriebene Anzahl an Zombies töten. Und das ist jetzt hier genauso. Das Problem ist, es gibt hier leider kein Zeitlimit. Das Zeitlimit kommt nämlich erst, wenn alle Zombies tot sind. Und warum das lächerlich ist, oder beziehungsweise wofür dieses Zeitlimit da ist, werdet ihr gleich sehen. So, die Zombies sind alle tot. Auch nicht? So, jetzt kommt nämlich das Zeitlimit. Und ich habe jetzt über eine Minute Zeit, auf einer sehr kleinen Map zu einem Portal zu laufen. Machen noch ein paar Liegestütze. Okay, also ganz ehrlich. Mal ein paar Liegestütze. Nein, nein, komm. Also, ja, das ist. Weißt du, das Geile an in Cold War war halt, du hattest Druck. Verdammt, ich habe 10 Sekunden Zeit und da ist noch so ein Boss-Zombie vor mir. Den muss ich noch holen. Verdammt, wie mache ich das? Und hier hast du das nicht. Ehrlich. Cool. Ja, yeah, nice. Toll. Wuhu. So. Da sind wir. Pest-Diamant. Nicht Pest-Diamant. Golden Viper. Seltsam, dass sie Golden Viper genannt haben oder auch Dark Aether genannt haben, denn die zwei Tarnungen sehen überhaupt nicht, beziehungsweise die zwei Tarnungen sehen überhaupt nicht so aus wie die zwei Tarnungen aus Cold War. Also bei Pest-Diamant, ja. Die sehen fast, also zumindest so ähnlich genug aus, auf jeden Fall. Aber prinzipiell, ich finde die Tarnung geil. Das ist praktisch die Goldtarnung in Rot. So. Also, wie gesagt, ich finde das richtig geil. Ich finde auch beide Meistertarnungen schön. Und warum tue ich mir den Spaß hier überhaupt an? Erstens, ich will einfach die Tarnungen haben. So, mich stört es so, wenn ich irgendwie weiß, okay, da ist so eine Tarnung, die gefällt dir auch, die hast du aber nicht. So. Das ist so dieses Grinder-Mindset, was sich mittlerweile in mir eingebrannt hat. Andererseits, ihr könnt euch doch bestimmt noch erinnern, bevor Vanguard rausgekommen ist, gab es so Leaks von einer Meistertarnung, die halt zurzeit nicht im Game ist oder zumindest nicht sichtbar ist. Also praktisch Dark Aether bloß halt in Rot. Also Dark Aether aus Cold War. Und es gibt halt jetzt die Theorie dazu, wenn man Atomic und Dark Aether hat, dass man diese Ultra-Mega-Meistertarnung freischaltet. Denn das Seltsame an der ganzen Geschichte ist halt, es ist eine echte Meistertarnung. Also die Leak-Bilder wurden von Activision weggestrikt. Die Leaks an sich sahen auch sehr kredibil aus. Und deswegen ist eigentlich schon irgendwie klar, dass diese Bilder echt sind, bloß warum haben sie diese Tarnung dann weggemacht? Ich meine, die sah ja weitestgehend fertig aus. Warum hat man die nicht beibehalten? So, wisst ihr so, das ist eine ganz seltsame Geschichte. Und wie gesagt, die Theorie ist halt jetzt, dass wenn man das Spiel tarnungstechnisch durchgespielt hat, dass man am Ende das Ding bekommt. Was ich an der Stelle mega geil finden würde, auf jeden Fall.
Selbst wenn es nicht der Fall ist, ich finde diese Pest-Diamant-Tarnungen und so richtig mega geil. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen, also ich habe am Anfang ja gesagt, dass es so diese Details so an und für sich nicht schlimm sind, aber erst wenn man sie alle halt zusammen addiert, einem was zeigen, und sie zeigen halt, dass dieser Modus komplett zusammen improvisiert ist, dass man weder Zeit hatte, einen richtigen Modus sich auszudenken, noch irgendwie richtig Content für ihn zu machen, so. Diese ganz kleinen Sachen wie so diese Rundenanzeige so. Seit Black Ops 3 haben wir die gleiche Rundenanzeige. Und es leuchtet mir auch ein, warum sie sie immer wieder recycelt haben, weil Black Ops 4, Chaos bei der Entwicklung. Activision hat irgendwie gesagt, nee, das gefällt uns nicht, ihr macht das und das jetzt. Cold War, genau das gleiche. Und ja, jetzt sind wir halt hier bei Vanguard, wo wahrscheinlich 5 Minuten vor Vanguard Release Activision bei Treyarch angerufen hat, ey, yo, macht mal bitte Zombie. Und ich denke auch tatsächlich nicht, dass das jetzt hier noch irgendwie groß anders wird. Also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt noch die Mühe machen und hier eine Zombie-Map raushauen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, das Best-Case-Szenario ist, dass am Ende des Jahres, also wenn Vanguard zu Ende ist, wir zumindest einen funktionierenden Zombie-Modus haben. Das einzig Gute an der Geschichte ist, das ist praktisch für Treyarch so eine Übung, praktisch auf die Infinity Ward Engine klarzukommen. Also Gerüchten zufolge soll das COD, was von denen kommt, 2023 soll es rauskommen, auch auf der Infinity Ward Engine basiert und ein Lichtblick zumindest Stand jetzt. Das wäre das erste COD seit Black Ops 3, also seit 2015, für das sie normale 3 Jahre Zeit hatten. Black Ops 4, Hölle. Cold War, Hölle. So. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und ja, bis zum nächsten Video. Euer Jace. Ciao.